Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Starbound, dem Together mit Grenz. Hey. Und dem Dalukart. Hallo. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum sind wir hier auf einer anderen Welt? Das liegt daran, dass wir nicht mehr auf unsere alte Welt können. Denn ja, unser privater Server wollte irgendwie nicht mehr. Oder Dalukart. Wir einfach nicht wissen wie. Und jetzt haben wir uns einen richtigen Server geholt. Ja, jetzt haben wir uns einen richtigen geholt und so wie es aussieht, gibt es da die eine Map nicht mehr. Geil, ey. Wir haben sie auch in der Auswahl nicht gesehen. Aber wir haben einen Vorteil, hier gibt es ganz viele Bäume. Nachdem uns ja das letzte Mal so ein bisschen das Holz ausgegangen ist. Ach stimmt, warte mal, ich habe jetzt eine Spitzhacke, soll ich auch mal benutzen, wa? Boah, war das gerade laut. Wir brauchen eine Axt. Oh, Blaze hat schon Äxte. Ich hab schon eine Axt, ja. Ah, die Spitzhacke ist schon eine ordentliche Verbesserung im Gegensatz zu dem anderen Teil. Bin hier irgendwie meine Sau. Blaze, ja, bleibt da absichtlich da stehen. Der Ninja. Ninja-Looter, ey. Ich war gerade hier in Options und hab die Sounds ein bisschen runtergedreht. Ach, meine Sounds haben sich irgendwie auch wieder lauter gemacht, habe ich das Gefühl. Nee, sie waren eigentlich lauter, aber irgendwie gerade das Bäume fällen war doch ein bisschen sehr, sehr laut. Ich hab ne neue Waffe, Ist das der Zahnstocher? Hat eine sehr hohe Reichweite. Wo hast du das gefunden? In einer Kiste. In einer Schleimkiste. Jetzt fragt ihr euch, wo habe ich die Kiste gefunden? Die war hier auf dem Planeten. Hast wieder stundenlang Singleplayer gezockt, ey. Nee. Der andere Kann Frage. Man eine Axt bauen? Wir bräuchten ja wieder so eine kleine Behausung. Wollen wir uns dieses Mal selbst was machen, oder? Ja. Ui, okay. Ihr traut euch ja schon was. Aber wie hoch ist die Chance, dass man hier sonst wieder was findet, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, erstmal brauchen wir auf jeden Fall, sollten wir unsere Kiste gleich schon setzen, weil ich habe keine Lust mehr, einen Baum zu fällen ohne Axt. Ja, dann lass mich doch fällen. Guck mal, wie er da steht mit einer Hand. Ja, vor allem die Spitzhacke, die bewegt er irgendwie auch falsch rum, oder? Der hält die da erst ran und zieht die dann weg bei mir. Geht das denn schneller als mit dem Manipulator? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, alles geht schneller als mit dem Manipulator. So, hier hätten wir wieder ein bisschen eher. Nee, das ist Kohle. Oh, ich hoffe, der nimmt Skype nicht mit auf. Skype ploppt hier andauernd rein bei mir. Wenn Leute online gehen. Verbiete den Leuten online zu kommen. Komm schon. Jawohl, der Speer ist super. Mal schauen, vielleicht patchen sie das dann ja auch raus. So, hier muss erstmal irgendwo Licht hin. Zack. Oh, Höhlenmenschen. Nichts gegen Höhlenmenschen. Ach, guck mal, die Items, die gehen mit einer Zeit auch kaputt, ne? Ja. Eine Haltbarkeitsanzeige, aber halten trotzdem, denke ich, relativ lang. Das ist aber nicht so schön wie bei Terraria. Wo wollen wir uns denn häuslich einrichten? Oder zumindest so mal einen kleinen Unterschlupf zu bauen. Oh Gott. Geh weg, Höhlenmensch. Ja, ich würde sagen, einfach hier gleich irgendwo in der Nähe, oder? Hier ist eine gerade Fläche. Oder? Ja, dann eigentlich direkt unterm Spawn, warum nicht? Ich weiß auch nicht, wie lange man auf so einer Welt bleibt. Vielleicht verreisen wir dann ja eh schon ziemlich bald in eine neue Welt. Ich denke, bis wir die Welt hier komplett erkundet haben, weil es ist ja so, was ich mitbekommen habe, man braucht ja Treibstoff für sein Schiff. Den musst du erstmal zusammenbekommen. Ich glaube, du kannst zwar sogar auch Kohle nehmen, aber... Oh Gott, Leute. Aber Kohle dauert wahrscheinlich, dann musst du wahrscheinlich mega viel Kohle reinballern, wa? Das kann sein, ja. Obwohl, bis wir hier genug Sprit haben, gibt es wahrscheinlich eh das Update, wo wir einen neuen Charakter anfangen müssen. Das heißt, wir sollten eigentlich diese Welt hier erkunden. Hallo. Toll, Hallo. Sackgasse. Lecco mio, ey. Woraus basteln wir denn? Holz? Ich mache immer gerne gerade Fläche, ne? Oh, dann habe ich schon alles gut, Blaze. Alles gerade, guck. Wie vorher. Wir haben uns schon mal ein bisschen Kohle und so besorgt. Aber das nochmal mit Holz. In welchem Menü war das? Ist das C-Menü? Kannst du aber auch, glaube ich, im anderen was machen. So, wo steht denn, wie viel ich hab? Ich schreibe einfach immer 100 rein.
So, wo seid ihr jetzt beim... Ihr seid beim Spawn geblieben, oder was? Ja. Ja. Okay. Dann moonwalke ich mal zu euch zurück. So. Ist das Holz jetzt, was ich gebaut habe? Werden wir nach links auch noch ein bisschen begradigen, dass wir hier mal zumindest unsere drei Betten reinbekommen. Ich mache die ganze Zeit Woodplanks, aber ich sehe sie nicht. Ja, mein Bett ist vor allem in der anderen Welt, ist das Problem. Ja, ich finde mein Holz ja nicht. Neues machen. Woodplanks, da unten muss dann einfach Craft 5 Stück, zack, fertig. Ja, und wo hast du die dann? Ja, im Inventar, oder? Ja, sind sie bei mir nicht. Vielleicht sind sie bei dir oben drin? Nee, würde ich ja auch sehen, aber ich sehe auch mein Holz gerade nicht. Ich habe ja das ganze Holz eingesammelt. Ich sollte vielleicht den Boden nicht 3 dick machen. Ich glaube, du darfst nicht mehr eingeben, als du hast. Ach, da, schon extra kategorisiert. Okay, so. Oh, mit einem so richtig schönen Holzboden hier, oder wie? Ja, aber bitte in einer Holzboden. Der 3 ist doch ein bisschen dick. Pack noch mal ein bisschen Holz hier oben. In der so dick ist er nicht. Mit Shift? Ja. Ah, mit Shift mache ich den kleiner. Genau. Okay. Ich mach hier hinten. Das muss ja auch alles aussehen. Und mit der rechten Maustaste kannst du den Hintergrund machen. Oh, es wird auch Nacht, Leute. Baumfeld. Boah, das war ein tätlicher Angriff. Ich hab's genau gesehen. Ich glaube, ich mach's trotzdem wieder mit dem Manipulator. Ey, meine Spitzhacke geht sonst kaputt. So, C. Ich mach uns auf alle Fälle mal gleich ein Crafting-Table. Ja. Soll ich das? Ihr wollt mir zumuten, das Haus zu bauen? Na ja, okay, wenn ihr meint. Nee, ich brauche nur ein Crafting-Table für dich. Alles klar, ich fange an. Es geht schon los, Blaze. Ja, mach du nur. Jetzt kommen auch gleich Monster. Jetzt wird's wieder dunkel. Wir kriegen hier bestimmt noch eine Tür rein, ne? Deshalb ein Crafting-Table, damit ich Fackeln machen kann. Wo geht's denn hier? Ich baue meinen berüchtigten Minecraft-Kasten. Ach, das wäre gar nicht deiner, du hast doch Sarah beschuldigt. Ja, meine Burg sieht nicht schöner aus. So. Was habe ich hier wieder? Und Eisen, ich habe ein bisschen Eisen gefunden, da können wir uns was herstellen nachher. Mit Shift rechte Maus mache ich Hintergrund? Ja. Das ist eigentlich macht auch cool, der gar dass nicht. Man das so mit den... Macht er doch gar nicht. Blaze lügt. Du hast ein Crafting-Table eingesammelt. Und du hast mich angelogen. Welche Licht unter Wasser platzieren? Nee, scheiße. Mit Rechtsklick kannst du den Hintergrund machen. Du kannst aber, ich weiß nicht, ob das an Shift liegt oder so. Weil den ich kann nichts in den Hintergrund malen. Nee, kann er nicht, ne? Jetzt. Ja, aber du musst mal sagen, dass man irgendwo anfangen muss. Ich kann nicht einfach in der Luft rummalen. Ja gut, das muss er irgendwo dran halten, ne? So, ich habe hier schon den Eisen wieder gefunden. Eine schöne Holz. Oh nein, ich erfriere! Und ich bin gleich wieder tot. Lagerfeuer, Blaze, Lagerfeuer! Wie oft wir sterben? Komm sofort. Ne? Mach, es wird schon kalt! Oh nein! Oh, hier unten in der Höhle ist ein Schneckenmensch oder so. Ich sterbe! Wo ist das Feuer? Best nicht so. Tot. Was ist das für einer? Warte mal, ich gehe auch nach oben. Ich erfriere auch gerade hier unten drin. Das ist auch nicht so cool. Ich hab's noch geschafft. Dalu ist jetzt gestorben, oder wie? Oh, an der Fackel wärmt man sich auch. Ja. Oh, Blaze hat mich sterben lassen. Toll, jetzt bin ich in so ein Ding gefallen. Ja, da fehlt noch die Tür. Ach, da soll noch eine Tür hin? Ja, keine Ahnung. Oder über die, wir können auch eine Luke bauen. Ich hab gar keine Tür bisher. Nein, es ist sicher hier drin. Man kann doch bestimmt Treppen oder so. Oh nein, jetzt erfriere ich auch. Komm mal rein ans Feuer. Ich werde angegriffen. Erzieh ich. Na egal, wenn hier eh der Spawn ist, dann komme ich hier neu. Oder ich renne zu meiner Fackel schnell. Oder warte, ich lege mir einfach eine neue Fackel hin. So, Dalu, du könntest doch mal wieder den Crafting Table aufstellen, den du eingesackt hast. Ich bin gerade noch am Basteln. Eiskalt gerettet, ey. Ah, warte, wo ist er denn? Hier. Ach so. Ah, okay.
Was brauchen wir denn? Es gibt doch auch so Ropes oder was? Eine Climbing Rope, da könnten wir uns auch dran hochkraxeln. Campfire. Ja, Blaze, das hier ist nicht perfekt. Das warst du? Nee, da ist ja noch Dreck. So. So ist perfekt. Stone Furnace. Campfire brauchen wir dafür. Warte, dann stelle ich nochmal ein neues Campfire her. So. Würden wir hier bitte auch denselben Boden benutzen, Herr Blaze? Hab ich nicht. Wo hast du denn meinen Boden her? Ja, wo der wohl herkam. Jetzt lässt er mich wahrscheinlich gleich ersaufen. So, ich habe uns ja nochmal schon mal einen Ofen wieder gebaut. Wie benutze ich den nochmal mit E, ne? Ja. Alles mit E, das ist doch schön. Ja, am Crafting Table immer mit E und wenn du unterwegs bist, mit C. So, Eisen zu Eisen. Hätte ich nicht noch Kupfer gekriegt? Ah, da oben. Oh, was sind das hier für Leute? Da hat schon wieder wen zum Spielen gefunden. Die halten voll viel aus, die sind Level 4. Ja, auf was für einer Welt sind wir hier gelandet, ey? Könnte ja, eventuell meine los. Sein. Scheint ein harter Kerl zu sein, wenn hier so eine Leute vielleicht. Umrennen. Ich lock ihn an, er ist schon fett. Ich bin tot. Grenz, er schlägt. Ich versuche hier zu... Nein! Ich hab hier gearbeitet. Hab ich nicht gesehen. Was sind denn das hier für Arbeitsbedingungen, ey? Ein ganzes hart erarbeitetes Material. Ey, geil, jetzt bin ich hier drin direkt gespawnt. Ich hab mein Bett. Hier hinten schlaf ich. So, Kupfer. Ich mach dir weiter den Hintergrund weg. Du hast ja schon wieder ein Bett hergestellt. Wie geht ein Bett denn? Ich gebe einfach mal hier unten Bett ein. Wow! Jetzt ist mein Starbound abgekackt. Nicht gut. Also, dann musst du einfach kurz cutten und gleich einmal wieder dazukommen. Das dürfte ja kein Problem sein. Nee. Launch Starbound. Ich also, was sagt uns das? Das ist nicht wahr. Die Suche benutzen. Ja, ich wollte nach einem Bett suchen und zack war ich draußen. Ja, nach einem Bett suchen geht gar nicht. Man muss dazu sagen, es ist und bleibt eine Beta. Ja, klar. Scotty, beam me up. Beam me down. Wohin denn? Ich war doch gestorben. Okay. Craften, craften. Wir brauchen eine Tür. Wooden Gate, Wooden Door. Dafür brauche ich Wood Planks. Aber die Wood Planks kann man nur im C-Menü herstellen. Ja, das ist ein bisschen doof. Du kannst die Sachen nicht nochmal herstellen, wenn du die schon, wenn du an der Werkbank sozusagen bist. Obwohl du die ja unterwegs auch herstellen könntest. Pass auf an der Werkbank bitte. An der Werkbank aufpassen. Ein Zug fährt durch. Über ihn rüberspringen, komm, wie bei damals auf dem Nintendo. Darf ich denn jetzt eine Tür machen? Kommt drauf an, ob ich noch wen finde. Craft. Sag, wenn du wieder eingeloggt bist, Grants, damit ich dich einladen kann. Ja, ich bin gleich, dauert immer ein bisschen bei mir leider. Achtung an der Werkbank! Achtung an Gleis 3. Schieß ihn! Ah, hab ich mich lumpen lassen. Jetzt machst du eine Tür dahin, damit ich nicht mehr reinkomme. Genau. So, das nächste wäre quasi ein Bett. Bodenbett. Craft. Ich frage mich, ob man die Nacht auch überspringen kann, wenn man alle ins Bett geht. Oder ob das nur als Wärme und sowas gilt. Gerade konnte man es ja, glaube ich, auch nicht, oder? Wie geht die Tür auf? Wir haben Besuch. Ach, hör doch jetzt mal auf. Ich muss doch weiterkämpfen. Oh Gott. Lass mich doch erstmal in Ruhe craften und lass doch die Monster in Ruhe. Ja, aber ich will ja da lang. Dann kämpf draußen, mach die Tür zu. Dann habe ich aber keinen langen Gang, wo ich über sie drüber hüpfen kann.
wie unser Haus hier schon missbraucht wird als Arena. Ja. So, Spiel, jetzt lade aber mal ein bisschen schneller, ey. Bist ja nicht Battlefield 4. Was haben wir denn hier noch? Ein Wooden Table. Den brauchen wir, glaube ich, vorerst nicht. Das wird wahrscheinlich nur Deko sein. Aber immerhin haben wir genug Holz jetzt auch, dass wir uns die ganzen Sachen herstellen können. Jetzt meckern sie wieder über meinen tollen Planeten, wo man Verbände bauen konnte, die echt nützlich sind. Verbände. Die kannst du hier auch machen. Hatten wir nicht schon irgendwo eine Kiste? Ah, hier. Ah, das Spiel will mich doch verarschen. Jetzt will der nicht aufnehmen, ne? Okay, dann könnte man ja eigentlich erstmal noch ein paar Fackeln herstellen, das ist wichtiger. Ich hätte noch gern das Inventory irgendwo anders. Ja, vielleicht machen sie es ja so, dass man auch dann demnächst die Sachen sich selber belegen kann, wie man möchte. Wäre ja doch schon schön. Wie viel haben wir vor wie vielen Minuten haben wir angefangen? Ich glaube vor 12 oder 13, 14, irgendwie sowas. Na, 17. Ich werde, glaube ich, mal eine kleine Höhle erforschen. Möchte dein Spiel denn jetzt wieder? Ich muss es gerade nochmal neu starten, weil das wollte jetzt nicht aufnehmen. Hat rumgezickt. Lass, ich baue dein Bett mal woanders hin, ja? Warum? Das steht da nicht gut. Und wo willst du das dann hinmachen? Wahrscheinlich nach draußen, oder? Kenn dich doch. Nein, sowas nicht. Mm-mm. Wie kommst du da nur drauf? Dalu würde sowas nie machen. Komm her, geh sterben. Na, komm her. Komm, zier dich nicht so. Ein Hit noch. Ach, Spiel. Dinger müsste man doch auch abbauen können. Ja. Was versuchst du denn gerade abzubauen? Diese Ranken, um mir wieder Verbände herzustellen. Ach so, ja, doch, das ging. Ich hatte auch vorhin schon mal ein paar abgebaut. Ich habe ja noch 140. Man weiß nie, wann man die ganzen Banden gebrauchen kann. Oder Verbände, eher gesagt. Bandagen. Wie kann man Sachen drehen? Drehen? Ja, dein Bett steht falsch rum. Kommt wahrscheinlich drauf an, in welche Richtung man schaut, während man es platziert. Also sowas auf jeden Fall bei Terraria immer. Müsste es mal schauen, ob es daran liegt. Ja. Dein Bett steht falsch rum. Erst was bau denn? Das ab und dann kann es nicht richtig hinstellen. Dalu. Das hier auch noch? Diese Lache immer am Anfang vom Game, ey. Ja, ich dachte die ersten Male immer, das ist irgendwer hier im TS. Ja, dachte ich auch eben. Aber man gewöhnt sich dann doch langsam dran. Nee, oder wartet mal, wie war das? Ich glaube, mit Kupfer konnte man auch den Treibstoff des Schiffes auffüllen. Mit Kupfer? Okay. Aber ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. So, ich glaube, mein Aufnahmeprogramm und das Spiel werden gerade nicht mehr große Freunde.
Wäre aber nicht gut. Weiß auch nicht, die beefen sich gerade an, scheinbar. Aber wir sind eh schon bei 20 Minuten, sonst lass es erstmal einen Cut machen. Jupp. Und dann versuche ich das mal hinzukriegen. Würde ich sagen. Dalo, bist du damit einverstanden? Sofort. Ich bin noch am Bauen. Ja, können wir mal. Okay. Hättest du jetzt gesagt, du bist am Fighten? Ja, aber nicht am Bauen. Nee, so geht das nicht. Dann würde ich sagen, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Starbound. Tschüss. Ciao.